Wer ist Professor Seiler? Professor Hermann Seiler ist ein weltweit bekannter Gesichtschirurg. Er wurde in Medizin, Zahnmedizin, allgemeiner Chirurgie, Kiefer- und Gesichtschirurgie und Schlafmedizin ausgebildet. Er forschte intensiv am Royal College of Surgeons of England und an der Boston University. Er war Direktor der Klinik für Kraniomaxillofaziale Chirurgie am Universitätsspital Zürich. Professor Seiler veröffentlicht jedes Jahr wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der Gesichtschirurgie. Bisher mehr als 500. Für seine wissenschaftlichen Leistungen und seine herausragenden neuen Operationsmethoden erhielt er 8 Ehrendoktorwürden und zahlreiche internationale Auszeichnungen. Er wurde auch zum Mitglied der sogenannten Leopoldina gewählt, die älteste wissenschaftliche Gesellschaft seit über 350 Jahren, eine Institution der berühmtesten Persönlichkeiten wie Darwin, Humboldt, Goethe, Einstein, Max Planck und vielen weiteren Nobelpreisträgern. Aufgrund seiner vielen Innovationen in der Gesichtschirurgie wurden ihm und seiner Frau Dr. Erika Seiler in Paris 2021 der Lifetime Achievement Award in Medicine überreicht. The European Award in Medicine 2021 in the Lifetime Achievement Category goes to Professor Hermann Seiler and Dr. Erika Seiler. Ladies and gentlemen, it is a great honor for my wife and me to be here. We are very grateful to the election committee that we have received now this Lifetime Achievement Award. Professor Seiler, together with his wife, Dr. Erika Seiler, has established, in addition to his private clinic in Switzerland, 10 humanitarian hospitals for surgery for children in India and Africa. So far, more than 130,000 children have been treated. Meine Leidenschaft in unserem Fachgebiet ist die Behandlung von Menschen mit missgebildeten Gesichtern. Als wir das erste Mal nach Indien gingen, wir waren entsetzt, wir waren depressiv. Wir haben geweint, als wir diese Massen von Kindern gesehen haben, die man für uns da zusammengebracht hat. Und wir wussten nicht, was wir machen sollten. Und dann hat sich Frau Schwob ein Herz gefasst und hat die fotografiert. Wir trauten uns nicht. Wir haben gedacht, das ist verletzend, diese armen Kinder. Und die Kinder waren hocherfreut. Alle kamen an. Jeder wollte fotografiert werden. Auf einmal hat jemand sie beachtet. Sie waren begeistert. Warum? Weil sie das erste Mal eine Aufmerksamkeit bekamen. Gemeinsam sind sie heute in ihrer Privatklinik in Zürich im Bereich medizinisch indizierter sowie ästhetischer Gesichtschirurgie tätig. Herr Professor Seiler, was ist Schönheit oder Attraktivität? Ich muss sagen, Fachleute, die sich auch wissenschaftlich mit diesem Thema befasst haben, sind zu dem Schluss gekommen, dass das nach vorne gewachsene Gesicht am ehesten unserem heutigen Schönheitsideal entspricht. Dieses sogenannte Anteface war schon in der Antike berühmt, denn Königin Nofretete hatte dieses Gesichtswachstum. Zeit seines Lebens befasste sich Professor Seiler mit dem nach ihm benannten Anteface, dem nach vorne gewachsenen Gesicht, welches dem heutigen Schönheitsideal entspricht, wie beispielsweise bei vielen Stars, Models und berühmten Sportlern, so zum Beispiel bei Angelina Jolie oder Roger Federer. Auch Nofretete mit ihrem Vorgesicht galt schon in der Antike als die schönste Frau der Welt. All diese Ergebnisse sind die chirurgischen Leistungen an der Klinik Professor Seiler. Nicht nur die Funktion,
sondern vor allem auch die Form eines Gesichts stand für Professor Seiler schon immer im Fokus. Das Gesicht ist unser wichtigstes Kommunikationsorgan, sagt der Professor. You never get a second chance to make a first impression, ist der Slogan der Klinik. Ladies and gentlemen, we speak today about beauty and I want to show you a desire, a wish, a dream. My dream is to transform all people from all races, which are beautiful, if necessary, in another beautiful person from another race. Everybody wants to look beautiful, but what is beauty? Our face is our organ of communication, and for this reason, everybody wants to look good, because we are living in a time of information and communication. In die Klinik Professor Seiler kommen Patienten aus aller Welt und Patienten jeden Alters, um nicht nur den Alterungsprozess aufzuhalten, sondern auch um hohe Attraktivität zu erzielen. Ein zurückliegender Unterkiefer ist häufig die Ursache für eine lebensbedrohliche Erkrankung namens obstruktive Schlafapnoe. Kann man denn die Schlafapnoe oder die obstruktive Schlafapnoe heilen? Ganz grundsätzlich ja. Man kann die obstruktive Schlafapnoe heilen. Also, Herr Dr. Safi, hier haben wir wieder mal einen klassischen Fall von einer obstruktiven Schlafapnoe. Ich denke, dass natürlich, weil Sie diese Operationstechnik schon einige Dekaden entwickelt haben, haben Sie das natürlich perfektioniert. Es ist alles wirklich standardisiert und es ist ein absoluter Routineeingriff. Sie sehen, die Oberkieferbasis ist hier normal, die ist hier zu kurz. Und wenn der Patient sich jetzt hinlegt, dann fällt die Zunge nach hinten. Die zu schnarchen, Sauerstoffmangel, Bluthochdruck, Herzinfarkt, Schlaganfall und Diabetes Typ 2 führen kann. Die Heilung dieser Erkrankung ist das Hauptaugenmerk in der Klinik Professor Seiler. Als ehemaliger Direktor der Klinik für Kranio-Maxillofaziale Chirurgie des Universitätsspitals Zürich entwickelte er die Rotation Advancement Methode, um die Schlafapnoe für immer zu heilen. Inzwischen ist diese chirurgische Heilmethode ein Routineeingriff für das gesamte Team seiner Klinik in Zürich. Diese röntgenologischen Untersuchungen sind notwendig, um enge Atemwege diagnostizieren zu können. Anhand der hier abgebildeten Röntgenbilder sieht man die mit roten Pfeilen markierten engen Atemwege eines Schlafapnoe-Patienten und die mit grün markierten Pfeilen die stark erweiterten Atemwege nach der Operation. Dieser chirurgische Eingriff namens Rotation Advancement führt zur Erweiterung der Atemwege und permanenten Heilung der Schlafapnoe und bedeutet eine enorme Steigerung der Lebensqualität. Ich musste 15 bis 20 Kaffees trinken pro Tag, dass ich wach bleiben konnte. Ich bin dann fast eingeschlafen beim Autofahren und ich fast sterben musste oder einen Herzinfarkt haben musste, damit ein Arzt, der draus kam, mir sagen konnte, was ist für ein Problem, das ich habe. Viel Magenbrennen, Nachtschweiß, Tagesmüdigkeit, Wadenkrämpfe. Oh Gott, was halten Sie davon? Grauenhaftes Ding. Oh, da hatte ich ja gelitten. Das war, vor ich natürlich diesen Unfall hatte. Ja. Ich habe das 18 Monate mit mir rumgetragen. Aber Sie haben den Unfall gemacht, obwohl Sie das Gerät trugen. Ja, das Gerät hat gewirkt, dass mein Schnarchen ein bisschen besser ist. Aber ja. Die Frauen waren immer noch unzufrieden, aber es war ein ganz schreckliches Leben. Was a CPAC machine, which is a machine that people take at night. That part of the system, I could not handle the machine. I would get claustrophobic. I could not handle it. Es war für mich schlimm. Plötzlich sollte ich krank sein, chronisch krank. Und dann habe ich mich tatsächlich auf diese Operation gefreut. All diese Patienten und noch viele mehr wurden und werden seit über 20 Jahren in der renommierten Klinik Professor Seiler in Zürich operiert und von dem kompetenten Klinikteam herzlich und fürsorglich betreut. Ich fühle mich momentan fantastisch, bin mindestens 20 Jahre jünger. Ich habe 14 Kilo abgenommen, ich habe keine Depressionen mehr, keine Panikattacken in der Nacht. Ich habe viel Kraft und kann mich viel besser konzentrieren. Es war ein zweites geschenktes Leben.
Ich wollte mich eigentlich noch mal ganz herzlich bedanken beim Herrn Professor Seiler, dass er mir einfach das ganze Leben so verbessert hat. Ich danke Ihnen für diese neue Lebensqualität. I'm on no blood pressure pills, my blood pressure is the best, and I don't fall asleep at the end of the day. I don't fall asleep when I'm talking to people. I have more energy, okay? It's like a whole new life. And I felt so loved and cared for by all of you. And I can breathe again, I sleep well, and I'm so grateful for that. I miss you all, and I hope you're all doing well, and I can't wait to see you again. Professor Hermann Seiler ist ein leidenschaftlicher und erfahrener Chirurg, dem nichts mehr am Herzen liegt als das Wohl seiner Patienten. Wir gratulieren ihm für seine herausragende Auszeichnung durch internationale Mediziner und Journalisten für sein Lebenswerk in Medizin.